Schon gesehen, es gibt individuelle Instagram-Logos. So geht's. Ja, passend zum 10. Geburtstag hat Instagram uns die Möglichkeit geschenkt, eigene Logos bzw. unter vorhandenen Logos für die Instagram-App auszuwählen. Bunt, vielleicht nicht so bunt, ein bisschen schwarz, dunkel, ganz wie ihr wollt. Ein Pool von diesen Sachen gibt es und ich zeige euch, wie ihr sie aktivieren könnt. Denn dafür müsst ihr eine bestimmte Sache machen. Ich wechsle mal in die App und dann kann ich es euch zeigen. Ja, herzlich willkommen in meiner Instagram-App. Ihr seht es, das ist die App, so wie sie sein soll. Ich mache mal den Balken weg, dann könnt ihr auch die ganzen Informationen sehen. So, hier, so sieht die ganze App aus. Und wenn wir jetzt etwas machen wollen, nämlich die Apps freischalten bzw. die Darstellung, die Icons, dann können wir das, indem wir oben natürlich letztes Update einspielen, auf die Einstellungen gehen, also auf das Menü, das Hamburger-Menü, damit wir zu den Einstellungen kommen, dann auf Einstellungen klicken. Jetzt sieht es immer noch nicht so aus, als wäre das da, aber das kleine Feature ist, ihr zieht jetzt einfach runter und dann achtet mal auf den oberen Bildrand oben, einfach runterziehen, oh, noch ein bisschen weiter, da kommen die Augen schon und noch ein bisschen, was könnte das denn wohl sein? Oh, noch ein Stück, der Zeigefinger ist da und jetzt gibt es das Geburtstagsgeschenk. Feiert mit uns, sagt Instagram. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die App-Symbolik zu ändern. Also sowohl das einfache klassische Instagram, so wie es früher war, am 27.10.2010, ja, im ganzen Original am 6.10.2010, klassischem Jahr 2011. Und es gibt eben auch noch ein paar bunte mit Bewegungen. Nicht, aber hier unten zum Beispiel ganz dunkel, ein bisschen dunkel oder ja, bunt halt. So, das ist ein kleines Feature. Das hat uns Instagram geschenkt. Ich hoffe, ihr seht es genauso wie ich. Eine lustige Sache. Ciao. Ich nochmal, wenn ihr Lust habt, dran zu bleiben, dann gerne Playlist anschauen, Like da lassen, abonnieren, vielleicht auch den ganzen Kanal, wenn ihr Lust habt. Also bis bald, danke euch, ciao.